ist aber noch aus, gell? Nö. Ja, leck mich. Ist es an? Bist du blöd oder was? Sonst machst du immer ein Zeichen. So. Boah, hör auf zu lachen, ey. Sorry, Leute. Sonst macht mein Kameramann immer. Ja, und dann mache ich Blödsinn und dann hat er schon an. Ja, Mann. Sorry. Entschuldigung. Ja, ist so bequem. Ich sehe, bin ein bisschen höher. Ich sehe die Sonne. Ich habe Sonne mitgebracht für euch. Vielen Dank. Letztendlich geht es heute bloß um eine kleine Vorstellung. Hier, die Supernovas sind angekommen. Einmal in dem wunderschönen blaumetallig mit schwarz gehalten und einmal auch in der wunderschönen metallig braun. Das finde ich total edel. Ja, Kameramann hat, ja, jetzt kann ich die auch mal kriegen, du Kameramann. Der hat es mir in den Schatten gestellt. Der wollte nicht zeigen, wie schön die Farbe ist in der Sonne. Ja, ich habe ihm gerade gesagt, mach in der Sonne. Ja, und ja, wie gesagt, bei den Modellen hat sich halt Supernova, sagt ja schon mal Bescheid, einmal mit der Windschutzscheibe mit dran, einmal alles ein bisschen edler gehalten, Chrom. Ja, das hat sie dran, aber auch Auspuff ist mit Chrom. Das sind die, die Stellas haben auch Chrom. Ja. Ich meine, die Deckels sind bei der Stella, glaube ich, schwarz. Aber ansonsten ist das halt ein bisschen edler gehalten. Stella hat auch schwarze Blinker, habe ich hinten gesehen, und die haben halt ein bisschen Chrom. Ja. Vorstellen brauche ich sie nämlich großartig, haben wir schon mal gehabt, aber wir machen es wieder schön. Für euch alle zu lesen, die technischen Daten, stellen wir uns ein, zack, und zack. So, ich setze auch mal Brille auf, da haben wir die Meteor. Also wie gesagt, das ist die normale, die Fireball, dann kommt ja einmal die Supernova, hat eigentlich nur hinten die Velibar und ein bisschen Chrom. Und die ist halt schlicht gehalten, schwarz und hat die halt da die das rote und gelbe Band, je nach Farbe, gibt es aber auch, das sind zwei verschiedene Farben. Ja, wie ihr seht, Einzylinder Viertakter, ja, wir haben 350 Kubik, also 349, 14,87 kW, entspricht 20 PS, Länge, Höhe seht ihr selber, Sitzhöhe 765, Tankinhalt, wie viele Kunden auch wissen wollen, 12,5. Ja, insgesamt denke ich mal, wenn die voll getankt ist, sind wir knapp auf 200 Kilo. Geht eigentlich noch. Guck mal, Benzinverbrauch 2,79. Ich sage aber immer, das ist Herstellerangabe. Ja? Also da kann man sich nie drauf verlassen. Es kommt darauf an, was du Gepäck mitnimmst. Fahrst du zu zweit, hast du Gegenwind. Da muss man halt immer ein bisschen variieren. Gell? Also da kann man sich jetzt nicht genau festlegen. Klar, ich setze mich jetzt nochmal drauf. Aber ihr seht ja selber, ist ein bequemes Fahrzeug. Ja, ich habe genügend Beinfreiheit, die ist auch nicht so hoch gehalten. Und das, was halt richtig cool ist, hier, da. Aber passt auch länger drauf. Gut, ich habe jetzt einen Kunden gestern da gehabt, der hat gesagt, ey, passt, aber der war halt auch ein bisschen größer und ist halt auf den Emblem drauf gekommen. Aber ich denke mal, du sitzt ja nie beim Fahren komplett hier angewinkelt dran, weil bei der Maschine hockst du wahrscheinlich, naja, auf Hauptständer will ich jetzt nicht unbedingt stellen. Ich probiere es mal. Ich wollte, dass man das sagt. So. Ja, du hockst ja nie so dran, denke ich mal. So viel Kurven, dass sie so eng fahren muss, dass sie da fest auch noch halten muss. Also ich denke mal, du hockst locker lässig einfach so drauf. Hier, das ist bequemes Fahren, ja. Ist nichts mit Anspannung. Du lässt es tuckern und dann ist gut. Ja. Ich will nämlich wissen, wie es mit dem Wildschirm passt, ob es passt. Gut, das kannst du natürlich auch ein bisschen noch variieren. Ja. Du kannst auch ein bisschen hier noch so machen. Ich schätze mal eher, wir machen es gerade. Weil dann wird der Wind wahrscheinlich so raufgehen und irgendwann so rübergehen. Schlauer Mann. Schönes Wetter habe ich mitgebracht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich live am Fahren. Bis gleich.